Also willkommen zu einem neuen Video. Da heute geht es um die Bildveranstaltung von Spider-Man. Für den PC kam es als Schulmaster. Dann noch dazu nach dem Internet. Gaming mit Handicap. Das steht für Partei für barrierefreies Gaming. Also kommen wir jetzt schon zur ersten Kategorie, und zwar Spiel. Da gibt es dann erstmal Gameplay. Da kann man einmal Schwierigkeitsgrad einstellen. Dort gibt es nette Nachbarschaft. Freundschaftlich, erstaunlich, spektakulär, und das war's auch schon. Dann gibt's Rätsel überspringen, Zip-Bildschirme anzeigen, dort Schnellreise 10 anzeigen. Bei Kamera gibt's auch noch die Möglichkeit, das Kamera wackeln, mal auszuschalten. Dann gibt's beim HUD, also Head-Up-Display, Breitbildskalierung des HUDs, Missionswegpunkt anzeigen, Steuerungstipps, dann Minikarte und Luftzweckbenachrichtigung. Und beim Missionswegpunkt Anzeige gibt es mehr Anzeigen, nur bei Scan-Anzeigen. Ja, okay, es gibt nichts. So, dann gibt es auch Breitbildskalierung. Der Breit 16 zu 9, 23 zu 9, 32 zu 9, dann wieder Breit. Dann gibt es unten aber allgemein Datensammlung. Ja, so, und damit können wir schon zur nächsten Kategorie kommen. Und zwar unser Titel, das ist auf jeden Fall wieder nice bei Sony, ja generell auch bei Marvel spielen. Und zwar gibt es ja unser Titel, den man einmal an- und ausschalten kann. Dann gibt es ja unser Titel Größe, dort gibt es Standard, groß, groß, alles klar, größtmöglich, auf jeden Fall. Sprachen lernen, Bubble. Größtmöglich, dort Standard wieder. Dann kann man die Hintergrundfarbe anpassen. Den kann man draufklicken, dann gibt es hier Farboptionen, da gibt es einmal weiß, schwarz und keine. Hier finde ich es etwas schade, dass man keine andere Farbe auswählen kann. Aber ich denke mal, für die meisten Rest, aber schwarz und weiß möglichst kann. Also dann kann man die Textfarbe einstellen. Hier gibt es RGB. Okay, das ist schon mal gut, dass man hier mehr Farben hat, aber auch nur vordefiniert. Da gibt es ja schwarz, gelb, blau, grün, rot, lila, orange, schwarz, weiß, hell und dunkelblau. So, dann gibt es unser Titel Speicherfarbe. Das ist auch neu, dass man das nochmal extra einstellen kann. Gibt es hier nochmal die gleichen Farben, wie auch bereits bei der Textfarbe. Da gibt es noch mehr, ne? Das war's schon. Okay, was heißt schon? Denn dem Beispiel kann man nicht so viel anpassen. Das ändert sich hoffentlich mal in Zukunft. Bei so Sachen eigentlich einfacher umzusetzen, würde ich mal sagen. So, da kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Und zwar Audio. Der kann man dann zuerst die Gesamtlautstärke, Musiklautstärke, Dialoglautstärke, Benutzeroberfläche Lautstärke und die Effektlautstärke einstellen. Außerdem gibt es immer die Möglichkeit, die Audio Balance einzustellen. Weiter unten gibt es Audio-Modus. Dort gibt es Kopfhörer, Mitternacht, Heimkino, Maximum, Fernseher, dann wieder Kopfhörer. So, dann gibt es Mono Audio, englische Sprachausgabe, GGG Podcast. Jetzt spricht man das aus. Kommen wir mal jetzt hier unten zur Konsole. Da hat man dann die Möglichkeit, den Lautsprecher auf der Konsole an- und auszuschalten, falls man damit spielt. Ich habe jetzt keinen dran. Ist auf jeden Fall, also zumindest keinen, der Ton wiedergeben kann. Das wäre mir neu, wenn der Adaptive Controller oder der Quadstick ins Spielzeug wiedergeben kann. Das ist eigentlich auch ganz cool, ja. So, dann habt ihr das Feedback und Controller-Audio-Ausgabe. Dann gibt es das hier zweimal. Bestimmte Geräusche. Das hier unten ist vielleicht wahrscheinlich die im Gespräch oder so, denke ich mal. Kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Zwar Bildschirm und Grafik. Hier gibt es zuerst den Anzeigemodus. Da kann ich einen Monitor auswählen. Welches das Spiel wiedergegeben werden soll. Dann gibt es hier Vollbild, Fenster, Dann gibt es hier Vollbild, exklusives Vollbild und Fenster. Wenn man es auf exklusiv hat, kann man hier Vorsync, dann und ausschalten oder und die Wiederholungsrate einstellen. Aber ich bin das auf Vollbild, weil es einfach ist, die App zu wechseln, wenn man zum Beispiel eine Taste neu belegen muss. Beim Adaptive Controller oder Quadstick. Also, dann gibt es da Kalibrierung, da kann man die Helligkeit einstellen. Da hat man so einen Schieberregler einfach. Man hat nicht so ein Logo, wo man gucken muss, ob man das Kamera erkennt. Dann gibt es Hochskalierung,
Da gibt es ja DLSS. Das ist auf jeden Fall nice, dass es das gibt, weil das heißt einmal, wenn wieder Grafikkarten ein besser läuft, wenn man eine RTX-Grafikkarte hat. Da gibt es dann noch AMD FSR 2.0. Das ist immer gar nicht sicher, aber ich glaube, also entweder es funktioniert nur auf AMD-Grafikkarten oder beiden. Also dann wieder und Grafikkarten. Sprachen lernen, Bubble. Dann wieder und AMD natürlich. Und da gibt es dann nämlich Auflösungsskalierung. Hier stellt man einfach ein, wie viel FPS man haben will. Und das Spiel berechnet es dann halt niedriger oder höher. So, dass halt der FPS erreicht werden. So, kommen wir mal zur Grafik. Zack. Hier gibt es dann Voreinstellungen. Ich weiß ja, dass man nicht anpasst. Auf jeden Fall gibt es dann eine Textur. Kann man die Texturqualität und Texturfilter einstellen. Bei Licht und Schatten gibt es Schattenqualität, Umgebungsverdeckung und Bildschirminhaltsreflexion. Dann gibt es die Raytracing-Option. Schalten wir jetzt kurz an, damit wir alle erkennen können. So. Bleibst du jetzt? Alter. Es dauert ein bisschen, bis es aktualisiert. Deswegen habe ich da immer doppelt draufgeklickt. So, auf jeden Fall gibt es die Reflexion, Resolution, Geometrie, Detail und Object Range. Dann gibt es bei Geometrie noch Detailstufe, Traffic, Density, Quality, Density oder wie man es ausspricht, Air Quality und Wetterpartikelqualität. Dann geht es da unten noch weiter. Ups, zu weit. So, Kameraeffekte, dann Schattentiefe, Überstrahlung, Blendenflecke, chromatische Operation. Da ist geht dann mit der Maus drüber, damit ihr seht, was eigentlich heißt. Und Vignette gibt es noch. Dann Stärke der Bewegungsunschärfe. So, auf jeden Fall gibt es noch Sichtfeld und Filmkörnungsstärke. So, kommen wir mal zur Barrierefreiheit. Kategorie. Hier gibt es noch einmal Rätsel überspringen. Dann Tasten halten, drücken und helfen. Auf jeden Fall cool, dass hier alles geordnet wurde. Muss man sich nicht überall durchziehen. Auf jeden Fall gibt es zuerst automatische QCE bei QuickTime Events. Tasten halten statt anzügen. Netzschießer, Salve. Bis zu drei Netze gleichzeitig schießen, sodass normale Gegner mit einem Tastendruck angespannt werden können. Der Zielmodus, da gibt es einmal der gedrückt halten und an- und ausschalten. Das gleiche mal bei Schwingen, Schrägstrich Parkour-Modus. Dann, was auch cool findet, ist hier bei Luftzeug-Modus, da gibt es Auto-Lüschen und an-aus. Dann beibehalten an-aus und gedrückt halten. Da ist jetzt nicht so viel Tastendruck kann, stellt es mal auf Auto. Dann gibt es Verfolgungshilfe. Die Höchstgeschwindigkeit von Verfolgungszielen wird gesenkt. So, dass länger dauert, bis das Ziel dann kommt. So, verbessertes automatisches Ziel. Der Ziel kann erst anvisiert werden. Dann gibt es längere Ausweichzeit. Das finde ich auch geil, dass man mehr Zeit hat dafür. Dann gibt es Doppelzippen. Sprachen lernen, Bubble. Dann gibt es Doppelzippen zum Ausweichen. Na, dann kommen wir noch zu den visuellen Hilfen. Hier gibt es einmal Wegpunkt ansehen, dann Kamera wackeln, BO, Parallax, ausgeschaltet bleiben die Art und Pausenmenü-Elemente auf dem Bildschirm fest verankert. Also Symbol und Taste anzeigen Größe, dort gibt es Standard, groß und größtmöglich. Das ist aber jetzt ein bisschen komisch reden, ein bisschen schwierig beim Reden, aber mit dem Quadstick wisst ihr mal, damit steuern halt. So, dann hat es Hintergrund, dann gibt es Text. Hervorhebungsfarbe. Wenn man draufklickt, gibt es wieder verschiedene Farben. Und zwar gelb, ja, dann hell, dunkel, blau, grün, rot, lila und orange. So, dann Hochsichtbarkeits-Spinnensinn. Hochkontrast für den Spinnensinn-Effekt zur besseren Sichtbarkeit. So, dann gibt es eine Kontrastoption. Schaut mir mal an. Dann gibt es erstmal verschiedene Voreinstellungen. Okay, 3, Benutzer definiert. Dann gibt es hier Farben von Heldschäder, Verbündeter-Schäder, Gegner-Schäder, dann einfach fortgeschritten, Gefahr, Fernkampf, Boss. Und hier unten gibt es noch Kontrast-Hintergrund und Kontrast-Option an aus. Das Anschalt kann man dann mit der G-Taste. So, kommen wir mal zur Controller-Kategorie. Dann gibt es ja einmal Controller Layout. Klicken wir mal rein. Da sieht man so eine coole Übersicht. Da ist es da oben. Okay, das ist ja cool, oder? So eine kleine Animation. Die sind Spider-Man.
So, dann gibt es Vibrationseinstellungen. Dort gibt es einmal klassisch, barrierefrei und keine. So, auf jeden Fall gibt es noch Vibrationsintensität. Dann Dual Sense, Wireless Controller. Dann gibt es einmal haptisches Feedback und Adaptive Trigger. Cool, dass die ganzen Sachen auch da am PC gehen mit dem Controller. Kann man den auch einfach am PC anschließen, wenn man damit spielen kann. So, dann gibt es noch Gameplay. Da gibt es einmal Geräte-Auswahl-Taste. Und 14 Modus Schnelltaste. Und das kann man an- und ausschalten erstmal. Dann gibt es Kamera. Da gibt es oben und unten Umkehren. Und links und rechts Umkehren. Dann kann man die Kamera Fixgal einstellen. Die Schwungkamera Bewegung. Dann Kamera Folgen. Kamera im Kampf. Da kommen wir schon zur vorletzten Kategorie. Und zwar Maus. Hier kann man zuerst die X- und Y-Achse hier umkehren. Dann kann man die Fixgal von beiden Achsen einstellen. Dann gibt es hier nochmal X und Y beim Zielen. Und nochmal den Fitchcut dazu. Ja, somit können wir schon zur letzten Kategorie kommen. Zwar Tastenbelegung. Hier gibt es dann einmal Doppelzippen zum Ausweis. Das haben wir vorhin schon gesehen. Und da kommen die Tastenkombinationen. Da kann man zwei auswählen jeweils. Eine primäre und eine sekundäre Belegung halt. Scroll ich mal durch. Ah, das war's auch schon. Das waren dann alle Kategorien. Also, wenn wir es mit dem Video weiterhelfen können, würden wir es auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben. Abonniert dir mal den Kommentar freuen. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Denn ihr seht jetzt links auf jeden Fall das letzte Video von Barrierefreiheit Einstellung. Und die restliche Playlist. Dann damit haut rein und ciao.